In Südostasien gibt es großartige Welterbestätten. Darunter einzigartige Naturdenkmale und Bauwerke, die Zeugnis ablegen von der tiefen Religiosität dieser Weltgegend, in der große Reiche ihre Macht entfalteten und wieder untergingen. Hier sind 5 Schätze Südostasiens. Der erste Schatz liegt in Kambodscha. Es ist die alte Khmerstadt Angkor. "1992 setzte die UNESCO Angkor auf die Liste des Weltkulturerbes. Auf über 400 Quadratkilometern erstrecken sich die Ruinen von Tempelanlagen. Sie gelten als größte religiöse Monumente der Welt. Vom 9. bis 15. Jahrhundert war hier die Hauptstadt des Khmerreiches und ein wichtiges Zentrum. Die erhaltenen Tempel Angkor Wat oder der Bayon-Tempel zeugen davon. Aber wer hat Angkor Wat, die größte und bekannteste Anlage, erbauen lassen? Welcher Herrscher steckt hinter diesem großartigen Bauwerk? Es gibt ein Bild von ihm in Angkor Wat auf einem Relief. Im Jahr 1113 bestieg König Suryavarman II. Den Thron. Damals war er höchstens 20 Jahre alt. Er baute die Macht Angkors, damals Kambuja genannt, in mehreren Kriegszügen gegen die Nachbarn aus und machte die Stadt um den Tempel herum zu einer blühenden Metropole. Angkor war die Weltstadt Nummer 1 ihrer Epoche, die größte vorindustrielle Siedlung der Erde. Bis zu 1 Million Menschen sollen hier gelebt haben. Die Menschen in Angkor wohnten in Holzhäusern. Nur die Tempel waren aus Stein und damit für die Ewigkeit. Jeder Tempel sollte sich in einem Wasserbecken spiegeln, als Symbol für den Urozean. Das Heiligtum war streng symmetrisch angelegt. Der zentrale und höchste der 5 Türme stellte den Berg Meru dar, das Zentrum der Welt. Die Welt der Khmer war keine traurige, wie die über 1000 Jahre alten Reliefs, die man in Angkor findet, bestätigen. Da gibt es eine bunte, fröhliche Marktszene. In einem Wirtshaus wird sogar ein Schwein gebraten. Über die Jahrhunderte kamen und gingen die Khmer-Herrscher. Fast jeder hinterließ einen, oft auch mehrere Tempel. Im späten 13. Jahrhundert kam mit einem neuen König, Jayavarman VII., auch eine neue Religion nach Angkor, der Buddhismus. Noch heute gibt es neben dem Bayon-Tempel, den der Herrscher bauen ließ, ein Kloster, in dem vor allem Kindermönche leben. Und von den Türmen des Heiligtums lächeln gütige, aus dem Fels gehauene Buddha-Gesichter herab. Wenn man ein Gefühl für die einstige Größe der Stadt Angkor bekommen will, muss man sich in die Lüfte erheben. Zum Beispiel mit einem Fesselballon. Erst seit ein paar Jahren weiß man, wie riesig Angkor tatsächlich war. Das alles war Angkor. Die Ausdehnung der Stadt entsprach etwa der des heutigen Berlin. Mit Laser-Satellitenbildern konnte ein Team aus Franzosen und Australiern genau zeigen, welche Ausmaße die größte Metropole des Mittelalters tatsächlich hatte. Eine genaue Karte entstand. Jede Spur menschlicher Bebauung wurde registriert. So wurde eine sorgfältig geplante und vernetzte Stadt sichtbar, durchzogen von Straßen und Kanälen. Über die Kanäle wurden natürlich auch Baumaterial transportiert. Besonders auffallend sind die beiden riesigen Wasserbecken. Für die Khmer war das nicht nur der symbolische Urozean, sondern auch ein Reservoir, um die Reisfelder zu bewässern. Vor allem aus dem Reisanbau kam Angkors Reichtum. In Vietnam liegt der zweite Schatz Südostasiens, die berühmte Halong-Bucht.
Diese Bucht im Golf von Tonkin ist im Jahr 1994 von der UNESCO zum Welterbe erklärt worden. Über 1600 Inseln und spektakuläre Steinformationen ragen hier aus dem südchinesischen Meer. Gebildet hat sich diese Karstlandschaft vor etwa 300 Millionen Jahren. Wasser hat das lösliche Gestein weggeschwemmt und bizarre Formationen geschaffen. Übrig geblieben sind die Reste gewaltiger Muschelkalkbänke, die eine einzigartige Flora und Fauna aufweisen. Die meisten Inseln sind unbewohnt und daher unberührt. Eine Besonderheit der Halong-Bucht sind die Fischerfamilien, die zumindest tagsüber auf Hausbooten leben. Die Boote sind durch Planken miteinander verbunden und bilden so ein schwimmendes Dorf. Die vietnamesischen Behörden würden die Fischer gerne ständig auf dem Festland ansiedeln, aber die Dorfbewohner lieben ihre Freiheit seit Tausenden von Jahren, ist das so. Jedes Dorf ist eine selbstständige Einheit in perfekter Harmonie mit dem Land und der See. Die UNESCO hat das Gebiet unter strengen Schutz gestellt, weil Umweltprobleme drohen. An den Rändern der Bucht liegen Industriebetriebe und Kohleminen. Durch die Bucht führen Verkehrswege. Auch der Tourismus muss eingegrenzt werden. Natürlich gehören zu einer Karstlandschaft auch Höhlen und Grotten. Hier in der Mitte Vietnams sind sie besonders spektakulär. Über Millionen von Jahren wurde hier das weichere Gestein ausgewaschen, das härtere überdauerte. Höhlen haben den Menschen schon immer fasziniert und seine Fantasie angeregt. Tausende Hohlräume und faszinierende Labyrinthe gibt es hier. Ein merkwürdiges Gefühl, hier so ganz allein in dieser Höhle. Tausende gibt es davon in der Halong-Bucht. Und in vielen davon erklingt das immer gleiche Geräusch. Hören Sie es? Das klingt wie ferne Trommeln. Und die Legende sagt, das sei ein Echo aus vergangenen Zeiten. Das Echo der Kriegsschauplätze, von denen es so viele gegeben hat in Vietnam. In solchen Höhlen brachten sich während des letzten Vietnamkriegs oft vietnamesische Soldaten vor den Luftangriffen der Amerikaner in Sicherheit. Und in Zentralvietnam gibt es auch den größten Hohlraum der Welt. Die Han Song Dung Höhle, die erst 1990 entdeckt wurde und heute zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Diese Höhle liegt im Phong Nha Ke Bang Nationalpark, der komplett unter den Schutz der UNESCO gestellt wurde. Bergig und mit Dschungel bewachsen präsentiert sich der Park, durchzogen von Flüssen. Hier findet man die ältesten Karstformationen Asiens. Die Hang Son Dung Höhle ist unser dritter Schatz Südostasiens. Sie ist 9 Kilometer lang und an manchen Stellen bis zu 200 Meter hoch. Dort hätte sogar der Kölner Dom Platz. Riesige Tropfsteinformationen wechseln sich mit Höhlenperlen ab, die sich durch tropfendes Wasser gebildet haben. Eigentlich handelt es sich bei dieser größten Höhle der Welt um ein Höhlensystem mit unzähligen Gängen, Tunneln und Hohlräumen. Sie ist noch längst nicht vollständig erforscht. Vielleicht gibt es Verbindungen zu anderen Höhlen im Nationalpark. Spektakulär sind die Dolinen, riesige Fenster, die sich dem Sonnenlicht öffnen und Pflanzen wachsen lassen. Eigentlich ist an diesen Stellen nur die Höhlendecke eingebrochen. Das ist zweimal passiert. Manche der benachbarten Höhlen waren für das Volk der Cham, das hier im 9. und 10. Jahrhundert lebte, Heiligtümer. Man hat dort Reste von Altären gefunden, an denen die Cham ihre Götter verehrten. Und man versteht sie, das alles hier scheint nicht von dieser Welt. Man hat Pflanzen gefunden, die es nur hier gibt, vermutlich seit Jahrmillionen. Außerdem
gibt es hier blinde Fische, durchsichtige Shrimps und Korallenfossilien. Der vierte Schatz Südostasiens sind die Monumente von Hue, einer alten Kaiserstadt, die seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Sie ist von besonderer Bedeutung für die Geschichte Vietnams. Lange hatte Hue vor sich hingedämmert, dann wurde sie Hauptstadt. Der Kaiser Gia Long aus der Nguyen-Dynastie ließ ab 1802 30 Jahre lang eine kanonenbewehrte Festung errichten. Betreten werden durfte die innere Stadt nur von der Kaiserfamilie und einigen Auserwählten. 150 Jahre lang spielte die Dynastie der Nguyen hier in der Zitadelle von Hue, Klein Beijing. Ihre verbotene Stadt ist genauso aufgebaut wie die der chinesischen Kaiser. Und auch die Nguyen sahen sich als Söhne des Himmels. Das erinnert auch ein bisschen an die europäischen Fürsten und Königinnen, die mit ihren Schlössern das Versailles des französischen Sonnenkönigs nachahmen wollten. Entsprechend prunkvoll ging es im Palast von Hue zu. Auch dann noch, als die vietnamesischen Kaiser nur noch Marionetten der französischen Kolonialherren waren. Und auf alten Fotos wirken der Kaiser und sein Hofstaat tatsächlich wie Marionetten, der Zeit enthoben. Als würde der Kaiser mit seinem Gefolge jeden Moment wieder einziehen, steht hier noch immer sein goldverzierter Thron. Eigentlich stand die Welt im 19. Jahrhundert vor großen Umbrüchen. Aber hier entstand noch einmal ein feudaler Hofstaat chinesischer Prägung. Auch wenn die Franzosen damals Vietnam nach und nach unter ihre Kontrolle brachten. Ein Staat in der Stadt war die Zitadelle. Es gab Tempel, Gebäude für den Hofstaat, Ziergärten, schattige Wege und lange, luftige Korridore. Alles war streng nach den Regeln alter chinesischer Baukunst angelegt. Alles sollte Harmonie ausstrahlen, aber auch Macht. Im Vietnamkrieg lieferten sich hier 1968 amerikanische Bataillone und die südvietnamesische Armee mit dem kommunistischen Vietcong blutige Gefechte. Die alte Kaiserstadt wurde weitgehend zerstört. Unter anderem mit Hilfe der UNESCO wird Hue nach und nach restauriert. Der gewaltige Mekong-Fluss bringt uns zum letzten Schatz Südostasiens. Nach Luang Prabang in Laos. Die UNESCO hat Luang Prabang zum Welterbe erklärt, weil tatsächlich kaum eine andere Stadt in Südostasien so vollständig durch wechselvolle Zeiten gerettet werden konnte. Unter der strengen Ägide der UNESCO ging man in den letzten 25 Jahren daran, die Tempel und Wohnhäuser mit traditionellen Techniken zu restaurieren. Sie alle sind in einem unverkennbaren Stil gebaut. Und so zog nach Luang Prabang, das bis dahin in einer Art Dornröschenschlaf gelegen hatte, neues Leben ein. Die Menschen in Luang Prabang sind immer noch stolz darauf, dass ihre Stadt immer wieder Residenz des Königs und damit Hauptstadt von Laos war. Dann kamen im Bürgerkrieg kommunistische Einheiten und brachten den Monarchen und seine Familie in ein Umerziehungslager. Dort sollen der König, seine Frau und seine Kinder gestorben sein. Heute ist das Leben in dem abgelegenen Mekong-Tal, in dem Luang Prabang liegt, beschaulich. Der Massentourismus hat noch nicht Einzug gehalten. Aber der Einfluss des großen China wird immer stärker. Das Land droht auf Dauer, seinen Charakter zu verlieren. Kaum vorstellbar, dass dieser Ort einst ein wichtiges Machtzentrum in Südostasien war. Luang Prabang war die Hauptstadt von Lang San, dem mächtigen Reich der Millionen Elefanten und über Jahrhunderte Sitz der Könige von Laos. Gegründet wurde das Land von Pha Ngum. Der Fürstensohn war mit 33 Zähnen geboren worden, galt deshalb als verflucht
und wurde auf dem Mekong ausgesetzt. Ein Khmer-König fand und erzog ihn. Als junger Mann kam er zurück in seine Heimat, eroberte all die kleinen Fürstentümer in dieser Gegend, gründete das Königreich Laos und verbreitete das Wort Buddhas. Noch heute ist hier der Buddhismus die Richtschnur. Im Morgengrauen brechen die Mönche aus allen Klöstern der Stadt zu einem buddhistischen Ritual auf. In Luang Prabang ist es über die Jahrhunderte lebendig geblieben. Das Ritual heißt Thak Bat. Barfuß gehen die Mönche durch die Straßen und nehmen Reis entgegen. Die Spender tun ihrer Seele damit etwas Gutes und können sich näher bei Buddha fühlen. Immer noch geben die Familien auf dem Land ihre kleinen Söhne ins Kloster, wenn sie ihnen Bildung und ein Auskommen sichern wollen. Haben wir euer Interesse an Südostasien entfacht? Hat euch diese Reise gefallen? Welcher Schatz ist euer Favorit und warum? Schreibt es in die Kommentare und abonniert den Kanal.